Ich habe mir eine Brücke gebaut. Vorsicht, die Pfosten sind verrottet. Gute Arbeit, Nikki. Nimm dich zusammen. Ich habe mir eine Brücke gebaut. Vorsicht, die Pfosten sind verrottet. Gute Arbeit, Nikki. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Nur noch ein kleines Stück. Ich will nicht als Alligatorfutter enden.
ist zu weit. Die brennende Lampe erzeugt helles und gleichbleibendes Licht, obwohl der Treibstoff von schlechter Qualität ist. Ja, klar. Komm schon, Bewegung. Das ist die letzte Plattform. Ich bin fast da. Das Schaufelrad dreht sich. Hier komme ich nicht durch. So schade, dass ich beim Springen alles verloren habe. Der Schriftsteller ist an das Schaufelrad gebunden. Ich muss es anhalten. Das ist der Schwengel der Schiffsglocke. Ein schweres Stück Metall. Kann ich das Schaufelrad vielleicht von der Brücke aus anhalten? Ich kann nicht zum Maschinenraum runtergehen. Es ist fast, als hätte ich angenommen, Cartman unten vorzufinden, wie er meine Anweisungen erwartet. Vielleicht hat der Kapitän als letzter das Schiff verlassen, aber er hat seine Mütze vergessen. Der Herzkönig. Unglücklicherweise scheint es nicht so, als wäre er das Ende des Kartenspiels. Ich habe keine Ahnung, wie in aller Welt ich es geschafft habe, den Antrieb abzustellen.
Cartman muss eine Art Gerät installiert haben, aber ich habe es geschafft. Werden Sie also mit uns kooperieren? Ist das ein Verhör? Ich würde es eher eine informelle Unterhaltung nennen. Bedeutet das, dass ich jederzeit gehen kann? Wir haben Sie wegen Behinderung der Untersuchung verhaftet. Bevor wir aber entscheiden, was wir mit Ihnen anstellen, möchten wir uns über etwas viel Wichtigeres unterhalten. Und das wäre? Wir möchten wissen, was Sie gestern in den Sümpfen in der Nähe von Battalion und am Montagnachmittag in der Nähe eines Kinos in New York gemacht haben. Die Zeitung von gestern Abend. Sehen Sie sie sich an. Das ist über das Kraftwerk. Hat sich schlecht entwickelt. Was haben wir hier? Ihren Namen unter dem Bild. Wir möchten auch gerne wissen, was Sie am Dienstagabend am Tatort eines Verbrechens in einem alten Kraftwerk in New Jersey gemacht haben. Das ist ein freies Land. Ich kann hingehen, wo ich will. Aber klar. Aber wie haben Sie herausgefunden, wo es passieren soll? Eine gute Nase? Oder vielleicht ein Besuch bei einem Wahrsager? Sind wir Freunde? Haben wir zusammen Mädchen aufgerissen? Oder haben Sie mir vielleicht Football-Tickets überlassen? Nein? Ja, warum sollte ich Ihnen dann trauen? Weil nur ein Idiot seine letzte Chance vertut. Er ist also hier der Bad Cop. Es wäre besser, wenn wir einen Handel schließen würden. Sie waren auch da, in der Bar neben dem Kino. Stimmt. Irgendetwas mehr über die E-Mail, wegen der Sie dorthin gegangen sind? Wie ich an meine Informationen komme, ist mein Berufsgeheimnis. Ich kann nichts hören. Schwerhörig? Lassen Sie es mich wiederholen. Mein Berufsgeheimnis. Ich kann nichts über den ersten Zusatzartikel zur Verfassung hören. Wir haben einen ziemlich großen Friedhof, der damit in Verbindung steht. Sie könnten dort eine Ansprache über Redefreiheit halten. Großartig! FBI verspottet die Prinzipien, auf die unser Land gegründet wurde. Wenn Sie unsere Fragen nicht beantworten, lassen Sie uns keine andere Wahl. Nicole, ich glaube, es ist Zeit, mit einem offiziellen Verhör anzufangen. 23. Oktober 2009. Örtliche FBI-Dienststelle in der Bronx. Die Agenten Nicole Bonnet und Richard Perry verhören Jack Rowling als Zeugen. Stimmen Sie der Aufzeichnung des Gesprächs zu? Warum nicht? Wie ist Ihr Name, Alter, Wohnsitz und Beruf? Jacob Somerset Rowling, 40 Jahre alt. Ich wohne in New Jersey, 203 Redmond Street. Beruf? Journalist. Familienstand? Geschieden. Wir möchten von Ihnen wissen, warum Sie an mehreren Tatorten waren, direkt vor oder nachdem die Verbrechen begangen worden sind. Schön. Ich habe eine E-Mail bekommen. Jemand erwähnte diese Bar und riet mir, ein Mädchen im Auge zu behalten. Er schrieb, es wäre eine Bombe. Wer war der Absender? Hätte jeder sein können. Das war bestimmt nicht seine richtige E-Mail-Adresse. Übrigens hat er seitdem nicht mehr geschrieben. In Ordnung. Wir werden Ihren Computer sowieso konfiszieren. Warum haben Sie diese E-Mail ernst genommen? Warum nicht? Immerhin war die Adresse einer Bar darin. Hören Sie auf, Witze zu machen. Suchen Sie nach Inspiration in Spam? Klar! FBI-Informanten sind auch immer gerne gesehen. Ihre Erklärung ist nicht sehr glaubwürdig. Wenn man nicht die ganze Zeit die Nachrichtenkorrektur lesen will, muss man das Büro von Zeit zu Zeit verlassen. Dann kamen Sie am Montag zu einer zwielichtigen Bar am Stadtrand. Ich war nicht überzeugt, aber ich ging hin. Ich gebe zu, ich habe mich mit dem falschen Mädchen unterhalten. Was für eine Nachricht haben Sie eigentlich von ihm erhalten? Sie haben die Bar ziemlich plötzlich verlassen. Warum? Ich war gelangweilt. Auch von dem Mädchen. Sie haben die Chance verpasst, einen Bericht aus erster Hand zu schreiben.
Das ist alles Ihre Schuld. Sie wollten nicht mit mir reden. Sehen Sie, Nicole, Sie haben fast die Karriere dieses Journalisten zerstört. Wo waren Sie um 7 Uhr abends? Um 7? Irgendwo auf der Brooklyn Bridge. Kann das jemand bestätigen? Vielleicht dieser Rowdy in einem Sportwagen, der mir den Finger gezeigt hat? An Ihrer Stelle würde ich mich in dieser Situation nicht so aufführen. Und was haben wir hier für eine Situation? Das werden Sie gleich feststellen. Reden wir über das Kraftwerk. Wie sind Sie dorthin gekommen? Am Tag danach las ich über den Unfall am Bahnübergang und habe mir geschworen, nie wieder einen Tipp außer Acht zu lassen. Hat er Sie angerufen? Ja, ich habe ihn sofort wiedererkannt. Was hat er gesagt? Er hat einen Ort beschrieben. Es war das Kraftwerk. Womit hat er angefangen? Er hat kein Wort verschwendet. Er hat mir nur die Adresse gegeben. Um wie viel Uhr? Ungefähr um 18 Uhr. Hat er Sie auf Ihrem Handy angerufen? Wo waren Sie? Ich kam gerade von der Arbeit. Kann ich mir mal Ihr Handy ansehen? Nein. Nein? Sind Sie sicher? Wenn Sie angeklagt werden, könnte Ihre Ablehnung als Zurückhaltung von Beweismitteln ausgelegt werden. Das ist nicht einfach mein Handy, sondern mein Arbeitsmittel. Name, Nachrichten, Verabredungen, Informationen über Leute, die Sie nie freigegeben hätten, wenn Sie gewusst hätten, dass Sie in Ihre Hände fallen würden. Das sind eine Menge Informationen, an die man nicht herankommt, ohne absolute Anonymität zu garantieren. Ist Ihnen das klar? Haben Sie Angst, wir würden nachsehen, wer Ihr Spitzel im Rathaus ist? Das Leben eines Menschen steht hier auf dem Spiel. Ich kann Ihnen nur den Eintrag dieses Anrufs zeigen. In Ordnung. Nein, unsere Experten müssen alles überprüfen. Niemals. Wir besorgen uns eine richterliche Verfügung. Großartig! Sie sind nah an einem heftigen Zusammenstoß mit der Justiz. Sie sind wie eine Meute Hunde. Aufspüren, zufassen, zu Tode beißen. Wenn Sie wüssten, wie schwer es ist. Wie viele es schaffen, uns zu entwischen. Wenn jemand herausfindet, dass ich Namen an die Cops weitergebe, bin ich fertig. Sie würden mich nicht einmal mehr Texte anderer Korrektur lesen lassen. Wie Sie wollen. Sie haben die Wahl. Denken Sie nur daran, dass irgendjemand auf dem elektrischen Stuhl landen wird. Ich bin sicher, es wird der Mörder sein. Ich weiß nur noch nicht, wer das ist. Wann sind Sie am Kraftwerk angekommen? Ich muss ungefähr eine Stunde gebraucht haben. Um 7. Haben Sie draußen jemanden bemerkt? Keine Autos, keine Leute. Ich muss von einer anderen Seite als Sie gekommen sein. Und dann? Ich habe geglaubt, Geräusche von der anderen Seite des Gebäudes gehört zu haben. Also bin ich durch die dunklen Korridore in die Richtung gegangen. Weiter. Nun, ich habe gesehen, wie Sie die Kette zum Generator heruntergeklettert sind. Ich hatte das komische Gefühl, gerade das Foto des Jahres verpasst zu haben. Ich machte die Kamera an, lehnte mich über das Geländer und machte den Schnappschuss. Als Sie auf die Füße gesprungen sind, entschied ich, es wäre Zeit zu verschwinden. Das ist nicht sehr typisch für einen Aasgeier an einem Tatort. So verhalten sich Täter. Ein Aasgeier? Ich sage, Sie haben sich wie ein Täter verhalten. Was ich getan habe, war richtig. Ich wette, wenn mir dort meine Kamera weggenommen worden wäre, hätte ich alles verloren. Warum haben Sie dann direkt das Bild veröffentlicht? Es war zu spät. Ich habe zu Hause angehalten, um mich zu beruhigen. Ich dachte, ich müsste zuerst mit meinem Boss sprechen. Und das habe ich gleich am nächsten Morgen erledigt. Hat er Ihnen eine Beförderung angeboten? Er gab mir freie Hand und bot mir Unterstützung an. Er wird Ihnen den Rücken zukehren, sobald ich ihn bitte, mich Ihren Schreibtisch durchsuchen zu lassen. Sie verstehen nicht, was wirklich etwas zählt. Erleuchten Sie mich. Der Name unter den Bildern und dem Artikel auf der Titelseite. Exklusivrechte und niemanden im Schlepptau. Niemand, der nach ein paar Jahren behaupten könnte, er hätte die ganze Arbeit erledigt. Ah, das haben Sie also an jenem Morgen verhandelt. Sollten wir nicht Fingerabdrücke nehmen, bevor wir uns über Louisiana unterhalten? Ich hole das Formular. Ich stimme nicht zu. Was? Ich will nicht, dass Sie meine Fingerabdrücke nehmen. Das kann Ihnen die Pressefreiheit nicht gewähren. Sie kämpfen auf verlorenem Posten. Wir stehen kurz davor, Sie zu verhaften. Ich wette, Sie haben schon alles mit dem Richter arrangiert. Hören Sie, es wird nicht nötig sein, solange Sie kooperieren. Aber kein Richter wird für Ihren Fall plädieren. Reden Sie mit Ihrem Anwalt. Er wird Ihnen dasselbe erzählen. Ich möchte etwas zu trinken. Könnte ich eine Cola bekommen? Okay, ich hole eine Dose.
Und Sie denken noch einmal darüber nach. Nach langen und beschwerlichen Anstrengungen habe ich es geschafft, einen Fingerabdruck von dem Gerät, das den Wagen lahmgelegt hat, zu nehmen. Wang, Sie sind ein Meister. Sagen Sie das dem Chef. Das mache ich bestimmt. Also, wo soll ich suchen? Neben dem Büro der Sekretärin. Ich meinte die Fingerabdrücke. Steht alles im Big Brother. Ich schulde Ihnen was. Dick hat seine Vorzüge, aber es wird eine Weile dauern, bis wir uns zusammengerauft haben. Was ist los? Er spielt mit uns. Versucht, uns in die Boulevardblättchenhölle zu ziehen. Er provoziert uns. Will, dass wir ihn einsperren. Unglaublich! Das wird er bereuen. Wir müssen ihn festnehmen. Nicht wegen Behinderung der Ermittlungen, sondern wegen Mord. Wir müssen die Beweisstücke sichern. Nehmen Sie sein Handy, durchsuchen Sie sein Apartment und seinen Schreibtisch in seinem Büro. Glauben Sie, er ist es? Sehr wahrscheinlich. Da ist immer noch der Wachmann Benson. Diese Serie scheint sich um ihn zu drehen. Aber auf absurde Weise. Darüber hinaus hat er ein wasserdichtes Alibi für den Mord an Carter. Egal. Wir können nicht zulassen, dass der Journalist die Beweise in diesem Fall behält. Wer weiß schon, was für Bilder er bisher gemacht hat. Ich habe so ein Gefühl, dass wir uns mitten im Sturm befinden, wenn wir ihn erstmal eingesperrt haben. Darum geht es in diesem Spiel. Er hofft auf eine Menge Aufregung, weil er sich einen Namen machen will. Wenn man sich in diesen Zeiten die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum sichern will, reicht es nicht, einfach über einen Mord zu berichten. Man muss aus der Ich-Perspektive schreiben. Er würde sich nicht so verhalten, wenn er der Mörder wäre. Ganz im Gegenteil. Er liefert Berichte über die Verbrechen und er wird die Beschreibungen über die Verhaftung und das Verfahren folgen lassen. Viele Serienmörder wollen den Ruhm so sehr, dass sie es riskieren, erwischt zu werden. Nein, das ist absurd. Der Journalist ist nicht mental instabil. Wer weiß, vielleicht glaubt er einfach, er hätte keine Spuren hinterlassen. Ich bin nicht dafür, ihn zu verhaften. Und wir haben keinen anderen Beweis außer der Tatsache, dass er den Verbrechen folgt. Auch wenn er es nicht selbst ist, handelt er immer noch nach dem Plan des Killers. Er geht dorthin, wo der Mörder ihn hinschickt und ihn damit berühmt macht. Ich glaube, er ist zumindest ein Komplize. In der Art, wie auch wir Komplizen sind. Wissen Sie was? Vielleicht ist er so selbstsicher, weil der Killer ihn hat wissen lassen, dass bald noch ein Mord passiert. Der Journalist geht in den Knast, wird gedemütigt und dann, wenn wir das nächste Opfer entdecken, wird er triumphieren und uns in seiner Zeitung fertig machen. Ich weiß nicht, ob nicht wir paranoid werden. Ich habe eine Idee. Seine Fingerabdrücke befinden sich auf der Dose. Überprüfen Sie sie und ich werde versuchen, die Wahrheit aus ihm herauszupressen. Es gibt noch einige Dinge, die offen sind. Wir haben noch nicht mit ihm über Louisiana gesprochen. Wenn nichts dabei herauskommt, werden wir ihn wegen der letzten zwei Morde verhaften. Ich bin gleich wieder da. Viel Glück. Hier, bitte. Danke. Haben Sie darüber nachgedacht? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Wissen Sie was? Ich räume hier mal auf, werfe die Dose in den Müll und Sie denken noch etwas nach. Aber das ist Ihre letzte Chance. Wie Sie wollen, aber es wird nichts ändern. We'll be right back.